Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal möchte ich ein herzliches Dankeschön aussprechen für die Beantwortung der großen Anfrage. Wir wissen natürlich alle, dass das auch ein enormer Aufwand ist, aber ich denke, der hat sich auch an dieser Stelle gelohnt. Wir haben viele Informationen bekommen und ich denke, dass wir die Antworten auch nutzen können und in den nächsten Monaten intensiv weiter daran arbeiten werden. Ich möchte zunächst einmal auf eine Studie hinweisen aus dem Jahr 2009. Da haben internationale Wissenschaftler um den Schweden Johan Rockström zusammen versucht, die planetaren Grenzen zu ermitteln, zu gucken, wo haben wir sie überschritten und wie weit können wir gehen. Es ging eben zu schauen, inwieweit eben wir bei bestimmten Prozessen aufhören müssen, ständig weiter Dinge zu übernutzen und wo wir eben unser Tempo des Ressourcenverbrauchs eindämmen müssen. Dabei haben sie 9 Themenkomplexe untersucht. Und dabei ging es unter anderem um den Wasserverbrauch, es ging um ein Thema wie Ozonloch und es ging um die Verschmutzung der Erde durch chemische Rückstände. Und Sie haben 3 Themen dabei ermittelt, wo es erhebliche Defizite gilt. Das eine ist der Klimawandel, der uns immer wieder hier auch beschäftigt hat in den letzten Jahren. Aber 2 andere Themenkomplexe sind der Stickstoffkreislauf und die Artenvielfalt, die Problematik der Artenvielfalt. Und diese beiden Probleme haben die Autoren als extrem problematisch eingestuft, dass wir hier die Grenzen weit, weit überschritten haben. Und bei der Beantwortung der großen Anfrage sind auch genau diese beiden Themen in den Mittelpunkt gestellt worden, dass eben auch für uns in Nordrhein-Westfalen in der Landwirtschaft der Stickstoffkreislauf ein massives Problem darstellt und auch die Artenvielfalt in den letzten Jahrzehnten deutlich zurückgegangen ist. Die große Anfrage, die Beantwortung hat gezeigt, dass wir gerade mit Stickstoff, mit Nitraten im Grundwasser erhebliche Probleme haben. Sie hat auch gezeigt, dass wir eben im Bereich Artenvielfalt immer mehr Probleme haben. Aber es ist nicht die große Anfrage alleine, sondern die reiht sich da ja ein in eine Vielzahl von Studien in den letzten Monaten. Es sind viele, viele Studien erstellt worden, heute ganz aktuell nochmal vom Bundesamt für Naturschutz, wo es auch um die Frage eben von Artenschutz ging. Wir haben eine Studie Stoffeinträge durch die Landwirtschaft des Umweltbundesamtes gehabt vor einem Vierteljahr. Also wir haben viele, viele Studien, die alle in ein und dieselbe Richtung gehen, dass die Landwirtschaft die Natur erheblich übernutzt. Und in der Tat, wenn man sich nach draußen begibt, wenn man einmal sich Grünland und Äcker anguckt, genauer anguckt, dann stellt man fest, dass sich da einiges getan hat und dass eben gerade auch Grünland extrem artenarm geworden ist in der Vergangenheit und dass man eigentlich vom Acker in puncto Artenvielfalt überhaupt nicht reden muss. Dafür sorgt eben die intensive Nutzung, dass eben nur die Kulturpflanze dort steht und für Wildkräuter kein Platz dort ist. Wir haben gerade diejenigen Tiere, die auf die Agrarlandschaft angewiesen sind, extrem runtergefahren durch die Form der Landwirtschaft, wie wir sie betrieben haben. Man muss auch an der Stelle mal sagen, bis 1950, 1960 herum hat die Landwirtschaft dafür gesorgt, dass wir diese Artenvielfalt überhaupt haben. Aber wir haben dann in den nachfolgenden Jahrzehnten genau den entgegengesetzten Prozess erlebt, dass die Arten weiter rückläufig waren. Wir haben es geschafft, dass Kiebitz und Braunkehlchen um 3/4 zurückgegangen sind. Feldsperling und Grauammer haben sich halbiert im Bestand. Das Rebhuhn, das war so die Art, die als erstes immer genannt wurde, wo man gemerkt hat, die Bestände sind zusammengebrochen. Da ist es mittlerweile eigentlich gar nicht mehr davon zu sprechen, dass noch ein Bestand da ist. Da sind es allenfalls noch Restbestände. Meine Damen und Herren, wenn jetzt diese Befunde so neu wären, dann könnte man ja jetzt sagen, jetzt müssen wir endlich dann aktiv werden, jetzt machen wir was und jetzt verbessern wir die Welt. Aber an der Stelle, glaube ich, ist es auch noch mal gut daran zu erinnern, dass im August eine Studie ihr 30-jähriges Jubiläum feiern wird. Und diese Studie war damals ein vielbeachtetes Sondergutachten des Sachverständigenrates für Umweltfragen. Und es hieß Umweltprobleme in der Landwirtschaft. Und alle Fragen, alle Probleme, die wir jetzt aufgeworfen haben und nochmal beantwortet bekommen haben und die nochmal gesteigert in ihrer Problematik dargestellt worden sind, wurden 1985 auch bereits thematisiert. Das heißt für uns als Grüne Fraktion, dass wir nochmals jetzt einen dringlichen Handlungsappell hier bekommen haben durch die große Anfrage, dass wir die Themen jetzt engagiert angehen müssen, dass wir in der Tat bei der Düngeverordnung endlich zu wirklichen Fortschritten kommen müssen, damit die Belastung rückläufig ist. Ich möchte am Ende auf Klaus Vossem heute Morgen, der als erster Redner begonnen hat, zurückgreifen. Er hat ein Zitat
von Albert Schweitzer verwendet. Keine Zukunft vermag gut zu machen, was du in der Gegenwart versäumt hast. Ich glaube, wenn wir das auf die Umweltprobleme der Landwirtschaft mal münzen, dann heißt das, dass wir jetzt endlich handeln müssen, denn wir haben in den letzten 30 Jahren jede Menge versäumt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Russe. Für die